Moin zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oxygen Not Included. Und naja, ihr seht's glaube ich schon, ich habe nochmal von vorne angefangen, weil ich weiß nicht, mit dem alten Spielstand habe ich mich nicht so wirklich wohl gefühlt. Und naja, ich bin ja eigentlich noch im Testmodus, insofern hatte ich ja schon mal gesagt, ich werde da wahrscheinlich eh nochmal von vorne anfangen müssen. Und ich glaube, das wird auch nicht das einzige Mal bleiben. Wie dem auch sei, lange Rede, kurzer Sinn, bevor ich noch weiter rumheule, so wie beim alten Safe Game, dachte ich mir, ich starte einfach nur mal neu. So, und da sind wir jetzt auf Earthiol. Auf Earthiol. Und ja, wir sind schon bei Zyklus 5. Ich habe schon mal so ein bisschen was vorbereitet. Ich dachte mir, ihr müsst nicht zum tausendsten Mal sehen, wie ich gleich am Anfang erstmal ein Klo baue. Insofern habe ich jetzt hier erstmal angefangen. Und das Ergebnis seht ihr hier. Na, ich habe schon so ein bisschen was vorbereitet. Und jetzt bin ich eben halt schon dabei, so ein bisschen hier weiterzuarbeiten. Und ja, schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ich will erstmal zusehen, dass ich mich erstmal nach unten baue. Weil ich glaube, es wäre ein bisschen zielführender, wenn wir uns erstmal grundsätzlich erstmal nach unten bauen, damit wir erstens mal Kohlendioxid loswerden. Und zweitens mal, damit wir vielleicht schon mal in die Region kommen, wo wir nachher auch Öl und sowas abbauen können. Bevor wir nachher soweit sind. Auch forschungstechnisch so weiter, haben wir dann eben schon ein bisschen was ausgebaut. Ja, so war jetzt erstmal mein Plan. Deswegen fangen wir jetzt erstmal hier so ein bisschen an. Upsa, das war natürlich sehr intelligent. So, dann machen wir das erstmal weg. Graben uns dann noch einmal hier runter. Achso, okay, dann müssen wir hier noch weiter. Ah, müssen wir noch jemanden zum Graben haben. Naja gut, wir haben ihn noch nicht. Ich habe ihn natürlich noch nicht abgegradet, Jungs und Mädels. Ich habe hier auch noch keinen Neutrum gesehen. Nee. Ist auch noch nichts. Haben wir Schwefel. Ach, hier haben wir es. Kaltdampfschlot. Okay, da haben wir auf jeden Fall schon mal Wasser. Was ist das denn? Whirlpool. Ah, cool. Da brauchen wir nur Energie für. Ha, guck mal, das ist aber schon mal sehr, sehr geil. Da haben wir dann Whirlpool. Sehr nice. So. Gut, machen wir es mal hier weiter. So, da können wir ein bisschen Eisen abfarmen. Sehr schön. So, das lassen wir natürlich erstmal. Hier können wir wobei auch noch mal bei, würde ich sagen. Unzureichend Sauerstoffproduktion. Ja. Löpter Lachs, da kriegen wir schon noch hin. So, dann können wir hier erstmal ein bisschen weiter bauen. Auch hier gleich nochmal das Wasser mitnehmen. Sanitär. Ne, Flaschen nicht. Flaschen leer, sondern können wir hier das Wasser auch nochmal abfarmen. So, wie gesagt, ich habe schon so ein bisschen was vorbereitet. Habe auch schon das vierte Bett gebaut. Eigentlich wollte ich schon den vierten Duplikanten gehabt haben. Aber, naja, es hat sich eben noch nicht ergeben. Und hier könnten wir Matschriegel und Läusebrot. Tofu, da könnten wir mal Matschriegel mal so ein bisschen produzieren. Ich habe bewusst alle Duplikanten, alle drei, die wir haben, die Startduplikanten sozusagen, die habe ich bewusst ausgewählt. Ich habe halt einen dabei, der halt besonders gut graben kann, einen, der kochen kann. Und einen, der so ein bisschen Richtung Bauen, nicht Bauen, der so ein bisschen Richtung Bedienen und Forschen gehen kann. Für den Anfang erstmal. Und, apropos Bauen und Forschen, das könnte man eigentlich schon mal machen. Stationen, da können wir schon mal Forschungsstationen bauen. Vielleicht hier unten. Könnte man eigentlich hier schon mal ein bisschen bauen. So. Zack. So ein bisschen erweitern können wir es ja gleich immer noch. Aber forschen müssen wir auf jeden Fall, sonst alles nix. So. So. Hier ein bisschen Wasser aufbrauchen, da haben wir Wasser. Hungrig. Ja, gut, wir haben aber schon so ein bisschen was schon da, deswegen nutze ich gerade hier um die Pflanzen, die hier sind. Wir müssen vielleicht auch mal sehen, dass wir mal gucken, wie weit wir hier mit der Temperatur sind. Ah, guck mal hier, da haben wir Uran direkt. Direkt in der Basis ist natürlich nicht so schön. Und hier alles gleich warm, das ist nicht gut, das ist nicht so schön. Ah, das ist natürlich wieder heiß. Da werden wir natürlich wieder Temperaturprobleme kriegen, das ist klar. Und da haben wir Erde. Das ist natürlich dann wieder die Frage. Ah, da sind wir nämlich schon bei 30 Grad wieder, ne? Ich meine, mir geht das dann eher so darum, ob wir dann hier vielleicht schon das erste Beet setzen.
Mal gucken, vielleicht diesmal nicht so groß bauen. So, vielleicht. Mal, was heißt groß bauen? Ich werde hier zwar schon mal die Plattform setzen, aber es heißt ja nicht, dass wir hier dann noch tatsächlich. Ach nee, wir müssen das hier auch erst erforschen. Ich habe nichts gesagt. Lass mal hier schon mal so ein bisschen was vorbereiten. Überlegen, machen wir ein bisschen mehr Platz für die Pflanzen, obwohl brauchen wir eigentlich gar nicht. Ne? Wir machen erstmal so ein kleines Beet erstmal. So. Wenn die nachher erforscht haben. So. Dann bauen wir nämlich den hier gleich weiter. Kupfererz brauchen wir noch. Kupfererz haben wir da, ne? Müssten wir eigentlich. Da können wir auch nach oben. Da haben wir einen Whirlpool, das machen wir später. Und hier haben wir Kupfererz. Das wäre natürlich auch nochmal Leisure. So, vielleicht mal hier rüber bauen. Wenn wir sonst hier nämlich auch nochmal gleich das Kupfererz nämlich noch abgraben. Sehr schön. Und hier können wir ja gleich nochmal ein viertes Klo machen. Ich habe ja das alles schon vorbereitet für einen neuen Duplikanten, der jetzt vielleicht kommen könnte. So, gucken wir nochmal. Strauchsamen. Lindsay, Wissenschaft graben 2. Landwirtschaft pilotieren. Bauen Kreativität. Medizin gesenkt, empathielos. Pflanzenmörder Landwirtschaft gesenkt, schläft regelmäßig ein. Das ist schon mal doof. Zart beseitet, kann Doktor T auch nicht. Ja, Doktor wäre schon gar nicht so verkehrt. Landwirtschaft wäre aber nicht verkehrt. Pilotieren. Unkultiviert. Bauen erhöht. Kann Doktortätigkeit nicht durchführen. Na gut, Marie würde ich eigentlich ganz gut, weil wegen Landwirtschaft pilotieren. Medizin gesenkt. Wobei Miep eigentlich auch nicht so schlecht wäre. Wissenschaft graben Stärke. Aber hier, ich hätte sonst auch einen Insee genommen, aber narkoleptisch ist ein bisschen doof. Ah, komm, dann nehmen wir Marie, was soll's. Ne, warte mal, halt. Ich habe leider noch nicht alle umbenannt. Das wird Honey. So. So, hat nämlich dann auch gleich, schon ein Zimmer, das ist gut. Und dann machen wir auch gleich noch ein WC fertig. Einmal Medizin. Waschzuba. So. Sehr schön. Und hier oben werden wir dann nachher unsere Pflanzenfarm erstmal hinsetzen, sodass wir uns erstmal versorgen können. Ich möchte ja wieder so Richtung Mehlhölzer. Mehlhölzer verbraucht zwar viel Erde, aber am Anfang werden wir da keine andere Möglichkeit haben. Wir können zwar hier oben die Pflanzen erstmal nutzen, aber naja, ihr wisst ja, wie das ist. Hier können wir sie ein bisschen besser betreuen. Kriegen wir schon hin. Nee, und wie gesagt, das war eben halt für mich der Grund, von vorne zu starten, weil ich dachte mir, bei dem alten Spielstand habe ich so viel rumlamentiert, dass ich dann einfach gesagt habe, komm, dann starte ich nochmal neu. Bisschen anders auch, vor allem, ich werde es jetzt nicht nochmal machen, dass ich einfach nochmal einen anderen Asteroiden einfach nochmal so besuche nebenbei. Der hat mir jetzt zwar nicht das Genick gebrochen, aber naja. Und mal gucken, dass wir dann hier vielleicht mal was bewegt kriegen, was Vernünftiges bewegt kriegen. Obwohl der alte Spielstand ja auch nicht so schlecht war, aber es war eben halt auch nicht gut genug, sagen wir es mal so. So, machen wir das. Da können wir erstmal noch nichts machen, da haben wir sowieso nachher Erde. Aber erstmal wieder. So, einmal ganz kurz. Machen wir nämlich gleich noch einen Screenshot. Nahrungsmittelsicherheit, ja, werden wir auch noch irgendwie hinkriegen. So, wir können dann eigentlich schon mal gleich unter Fertigkeiten gleich schon mal gucken. Frank. Frank ist dabei, Hanni ist dabei, Max ist dabei. Finn hatte ich jetzt noch nicht benannt, ne? Da werden wir auf jeden Fall aber nochmal einen Namen vergeben. Nicht zugewiesen. So, was macht Frank denn? Frank hat jetzt hier die Tätigkeit verbesserter Bau, fortschrittliche Forschung. Also wird forschen und bauen. Erstmal primär werden wir ihn, glaube ich, erstmal in Forschung reindrücken. Honey hatte ja Raketentechnik und verbesserte Landwirtschaft. Die kriegt erstmal Landwirtschaft. So, dann haben wir Max.
Max kann grillen und verbesserte Tragfähigkeit. Da werden wir erstmal grillen. Das wird unser Koch werden. Und dann haben wir noch Quinn. Verbessertes Graben. Da werden wir ihn erstmal ein bisschen graben lassen, würde ich mal sagen. Das sieht erstmal gut aus. Gut. Können wir starten. Moral von Duplikanten. Wenn ihr erstmal ordentlich motiviert am nächsten Morgen, wenn es gleich wieder losgeht. Zyklus Nummer 7. So, sehr schön. So, kriegen sie alle erstmal ihre Jobs. Gut. So, jetzt müssen wir natürlich hier noch ein bisschen auf Forschung gehen gleich, aber das dauert noch einen Moment. So, da müssen wir erstmal, das lassen wir erstmal alle so. Wir könnten natürlich noch weiter ausbauen. Ich wollte das eigentlich hier ganz gerne so machen, dass wir das hier ein bisschen als Turm nachher hochbauen. Das hatte ich mir erstmal deswegen gedacht, weil dann nicht die Duplikanten nicht einmal durch 50 Schlafzimmer durchrennen müssen, sondern dass wir dann sie sonst von zwei Seiten begehbar machen. Das war erstmal so der Ansatz. Das könnten wir eigentlich auch so hier weiterbauen. Warte mal, 1, 2. Dann machen wir den. Und dann machen wir sonst nämlich dann hier. So. Und hier auf der Seite ist es noch ein bisschen bescheuert, aber ich setze das erstmal, damit man das erstmal sehen kann, dass ich da was gebaut habe. Dass wie das nachher weiter fortgeführt wird. Dann machen wir nämlich dann hier so einen Turm hin. So. Dann bauen wir da oben nämlich mal die Farm. Die sind allerdings noch nicht dabei, unten hier die Forschungsstation zu bauen. Das ist ein bisschen schade. Vielleicht müssen wir da ein bisschen Prio rauflegen, damit wir mal auch mal ein bisschen forschen können. Ich mach das mal. Ist kalt. Gleich wieder neuer Spielstand. Muss gleich wieder Prio rein. Wird's alles nix. So, das lassen wir natürlich erstmal. Weil Frank will ja auch was zum Forschen haben. Sehr schön. So. Dann machen wir erstmal gleich Grundlagenforschung. Machen wir nämlich gleich erstmal hier Pflanzenkiste. Schawupsel. Und machen wir eigentlich gleich erstmal die zwei Sachen fertig. Da brauchen wir nachher schon wieder die. Ja, genau. Machen wir jetzt mal die, weil da können wir wenigstens dann die Pflanzenkiste und gleich Kompost mich dann nochmal mit erschlagen. Also, glaube ich, das ist sowieso grundsätzlich das, was ich am ehesten als erstes forsche. So, Frank, dann forsch mal ein bisschen. Forschi, forschi. Oh, da forscht der Frank. Da forscht der Frank. Und Hanni ist jetzt am Essen kochen. Ja, warum auch immer sie das jetzt macht. Na gut, wir können das von den Prioritäten her ja einstellen. Also, da könnten wir das natürlich machen. Haben wir überhaupt Prioritäten? Haben wir hier irgendwas als besonders wichtig eingestuft? Nee, ne? Nee. Und da müssen wir bauen. Gut, da haben wir zwei. Gut, da müssten wir dann gleich mal gucken. Da müssten wir später nachher unseren Quinn erstmal nochmal weiter ausbilden. So, was wollen wir eigentlich da mal reinschmeißen? Filtermaterial. Entschuldigung. Alle nur aufräumen. Da könnte man Metallerze reinschmeißen. Organisches nicht. Rohmineralien könnte man reinschmeißen. Verbrauchbares Erz. Kohle könnte man da reinschmeißen. Nährstoffreiche Erde. Ich weiß nicht, ist da. Da ist natürlich Erde drin. Klar, logisch. Landwirtschaft, Dünger, Filtermaterial. Ich suche eigentlich. Algen, genau. Algen könnte man da reinschmeißen. Tiereier. So. Die packen wir erstmal da rein, damit wir erstmal den Kram lagern können. So, Frank forscht fleißig. So, und dann könnten wir jetzt nämlich auch die Pflanzenkisten bauen. So. So,
Geht mal alle fein aufs Klo, ist gleich wieder Bettgehzeit. Ja, noch habt ihr Zeit. Noch stehen sie dumm in der Gegend rum, noch haben sie Zeit. Ich glaube, das nächste, was ich dann als nächstes bauen werde, ist dann auf jeden Fall. Ich weiß nicht, war das hier bei Veredeln? Nee, war das nicht. Wo war denn das? Hier. Stilvolle Grabstätte. Wobei ich finde, beim letzten Spielstand, da hatten wir, glaube ich, drei Duplikanten um die Ecke gebracht. Ich denke mal, das hält sich noch in Grenzen. Das ist, glaube ich, noch ein Krankenbett. Müssen wir natürlich auch nochmal zusehen. Feldbett. Ja, Kompost müssten wir auch haben. Frage, bauen wir das hier direkt hinter? Vielleicht hier auf die Ecke? Wo haben wir denn schon? Wo haben wir schon das Warme? Wir müssten eigentlich eher hier runter mit den Komposthaufen. Und hier haben wir natürlich Uranerz. Das Problem ist, wenn wir hier Komposthaufen hinsetzen. Also ich würde dann vielleicht schon fast eher hier reingehen. So. Na, das war vielleicht nicht so schlau. So, zack. So. So, dann machen wir veredeln. Komposthaufen. 1, 2, 3, 4, 5. So. Passt sowieso gerade ganz gut. Zack. Okay, was haben wir denn nur noch? Kantinentisch, okay, sehr gut. Da sind sie ja mal ganz gerne am Futtern. Könnte man vielleicht uns hier erstmal hinbauen. Oder hier vorne. Bauen wir hier vorne hin uns. Erstmal dahin. So, zack. Dann haben wir erstmal Kantinentische. Tische. 1, 2, 3, 4. So. So, was haben wir hier? Da können wir doch sicherlich. Nein. So, einmal Mehlholzsamen. Übertragen, übertragen. Gleich lecker anpflanzen. Milaus. Ja, sonst müssen wir halt Erde nehmen. Bei Matschriegel hat müssen sie eigentlich Material ja da haben in Nutzung. Ja, so beides unendlich. Wir lassen uns sonst erstmal die Beete fertig bauen. Na, ist natürlich blöd, alles voller Sand hier vorne. Also das. Also wie alle Schulden wieder einstürzen hier. Dann können wir auch gleich mal weiter forschen. Gleichen Generatoren. Wir können insofern alles ja durchforschen, was hier Level 1 ist. Müssen wir ja sowieso. Einmal alles durchforschen, was auf Level 1 ist. Und dann kommen dann die ganzen Level 2 Sachen. Schön. Oh, das ist alles schon ein bisschen länger. Ich weiß nicht, ob so ein zentraler Schacht hier auch Sinn macht, aber mal gucken. Lassen wir das mal dabei. Könnten wir eigentlich theoretisch auch zusammenfassen hier. Aber noch haben wir ja auch noch keine Pumpe und nichts. Also von daher sollten wir da erstmal ein bisschen vorsichtig sein. So, dann machen sie auch erstmal nichts. Düt, düt, düt.
Und wieder Feierabend. Beziehungsweise Freizeit haben sie. Wollen wir denen gleich mal ein bisschen mehr Freizeit geben? Das hat man von vornherein mit so Zeitplan. Ein bisschen mehr Freizeit können wir denen ja sonst geben, ne? Oder? Beim letzten Mal war das ja auch eher so ein bisschen mehr. Da hatten wir ihnen ein bisschen mehr Freizeit gegeben, damit die auch mal Zeit haben zu futtern. Aber ja, müssen wir mal gucken. Also können wir es ja ändern, können wir es ja ändern. Ist ja nicht das Problem. So, Frank und Max schon am Pennen. Anne und Quinn. Naja, sind eher so die Nachteulen. Oh, Hanni sieht auch schon ganz müde aus. So, und ab in die Kiste. Ja, ist natürlich wenig Wetter von der Nacht über, ne? Das ist, wenn man natürlich erstmal die ganze Zeit fordern will, dann muss man eben halt auch so ein bisschen dann damit leben, dass die Nacht ein bisschen kürzer ist. Aber gut, ist dann halt. So. Wir können hier eigentlich oben durchbauen. Ich meine, die Leiter sind momentan eigentlich total sinnlos, ne? Eigentlich brauchen wir sie nicht. Aber ich, wie gesagt, ich wollte die schon mal hinbauen, damit wir den hier schon mal ganz grob vielleicht schon mal abstecken, wie wir das hier auch weiterbauen. Ob wir es nachher so nur lassen, ist halt die Frage. So, sehr schön. Hanni schon wieder am Kochen. Das ist, glaube ich, so ihre persönliche Leidenschaft dann auch, ne? Kann sie überhaupt kochen? Sehe ich jetzt hier gerade nicht. Fertigkeiten, Hanni. Kann sie denn kochen? Grillen? Ja gut, okay. Plus zwei Kochkunst, ne? Also sie kann schon, wenn sie möchte. Sie kann. Sie kann. Kann nicht grillen lernen. Nicht genügend Fertigkeit. So. Wollte schon sagen, sie kann nicht grillen. Hier steht auch, dass sie plus zwei auf Kochkunst hat. Ja gut, ich meine, ist mir insofern auch egal momentan. Hauptsache, es wird Essen produziert. Aber später wird sie auf jeden Fall verbesserte Landwirtschaft. Sie wird auf jeden Fall Pflanzenpflege machen und Raketensteuertechnik wird sie nachher machen. Die wird also nachher Pilotin werden. In einem letzten Safe Game Ärztin, jetzt hier Pilotin. Also, das ist schon, Hanni ist schon, na, schon vielseitig. Und Frank, diesmal Wissenschaftler statt im Grabeheinz. Auch mal nix, auch mal nicht verkehrt. Hier müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, ne, wegen Kohlendioxid-Gedöns, aber da lässt sich das eh nicht so groß ändern. Könnten wir schon machen. Wir könnten hier zum Beispiel auf der Ecke, könnten wir Algenterrarium könnten wir bauen, genau, das meine ich nämlich. Das könnte man bauen. Eierbrecher. Ja, okay, alles klar. Ressourcen fehlen. Mehlläuse, ja gut, das müssen wir natürlich erstmal. Da müssen wir natürlich erstmal so ein bisschen was rauskriegen hier aus den Pflanzen. Bei 52.000 sind wir schon ganz gut dabei. Deswegen sage ich ja Schmutzwurzel, Matschriegel, Nährstoffriegel. Nährstoffriegel hatten wir von Anfang an, aber Schmutzwurzeln. Weiß gar nicht, die Schmutzwurzeln waren das. Nee, warte mal, die hatten wir schon abgebaut. Die hatten wir schon abgeerntet, glaube ich. Schmutzwurzeln, so schlau wie wir waren. Das waren diese roten, ne? Ich weiß jetzt da hier. Das sind vergrabene Schmutzwurzeln. Das sind die Biester. Genetischer Schlamm. Schmutzwurzel. Schmutzwurzel-Details. Schmutzwurzeln können sich nicht vermehren, können aber für eine einzelne Portion Nahrung geerntet werden. Okay, also Schmutzwurzeln sind eigentlich dafür da, dass man die am Anfang einfach wegnaschen kann. Also die sind nicht dafür gedacht, dass man da groß... die große Farm mitzieht. Okay, alles klar, verstehe. Verstehe. So. So. Holen wir uns jetzt noch gleich noch einen neuen fünften Duplikat. Oh ne, wir holen uns, glaube ich, Nährstoffriegel erstmal, oder? 9 Medizin ist natürlich geil, aber Bio-Gefährdung und Keimresistenz gesenkt. Genauso wie hier ist ein bisschen doof. Graben gesenkt. Vorzäufig gefällt mir beides nicht. Also alle drei nicht. Nehmen wir die Nährstoffriegel erstmal. Nährstoffriegel sind aber gut.
Sehr schön. Ja, mal gucken, was es diesmal wird mit der Kolonie. Wie gesagt, ich probiere zwar noch einiges rum. Ich habe eben halt auch in der letzten Safe-Game nicht wirklich viel ausprobiert. Das war eigentlich schon fast eher Grundlagenforschung, wenn man so will. Ihr könnt gerne mir auch Tipps geben. Das heißt, wenn ihr irgendwo was seht, wo ihr sagt, ah Mensch, eher das und mach mir eher dies, mach mir eher das. Also ich meine jetzt nicht unbedingt Backseat-Game, das meine ich jetzt nicht. Aber vielleicht mich mal eher so auf, auf gewisse Pläne oder auf gewisse Sachen vielleicht hinweisen. Das könnt ihr natürlich gerne machen. Wie gesagt, jetzt nicht Backseat-Game, weil letztendlich dann spiele ich dann halt sowieso so, wie ich das möchte. Aber wenn ihr den einen oder anderen guten Tipp habt, dann bin ich dafür natürlich immer offen. Das ist gar keine Frage. Aber was ist hier los? Habt ihr keine Arbeit? Habt ihr nichts zu tun? Guck mal hier, da. Ach so, alles klar, die haben Feiern. Ach so, deswegen standen jetzt nur rum. Ja gut, okay, das vielleicht war denn die halbe Stunde oder Stunde mehr Freizeit vielleicht doch nicht gerade so gut. Ja? Ja, aber wie gesagt, da könnt ihr mir gerne den einen oder anderen vernünftigen Hinweis, könnt ihr mir gerne schicken. Oder in den Kommentaren da lassen. Und dann versuche ich dann dementsprechend auch in den Folgen mal drauf einzugehen. Auch wenn das vielleicht mal ein paar Folgen dauert, ne? Entweder weil ich dann vielleicht mal gerade jetzt keine Folge aufgenommen habe oder ich dann schon ein bisschen was von vornherein aufgenommen habe oder so, dann müsstet ihr da einfach mal ein bisschen Verständnis für haben. Aber ich denke mal, das kennt ihr ja sowieso von. So, das brauchen wir noch nicht. Das machen wir das als nächstes, würde ich sagen. Dann können wir das machen. Wir können uns ja wieder von oben nach unten durcharbeiten. WC, ja gut, ich meine, das ist natürlich auch interessant, wie immer. Aber am Anfang habe ich immer ganz gerne ein bisschen Erde produziert. Das ist auch nicht verkehrt. Wurscheln wir uns erstmal von oben nach unten durch. Ist Bastjo. Ich lasse jetzt auch sowieso erstmal ein bisschen düdeln. Ne? Guck mal, sie haben noch ein bisschen was zu bauen. Das können sie noch bauen, das können sie bauen. Hier können sie noch alles bauen, hier können sie noch bauen. Da können sie bauen, da können sie bauen. Da können sie bauen. Also die haben noch genug zu tun hier, Jungs und Mädels. Aber die haben mittlerweile ja schon ihre eigenen Aufgaben. Ne? Das ist, Anni ist schon wieder am Kochen. Max am Strampeln. Naja, gut. Lange so funktioniert, sonst müssen wir nachher mal die Fertigkeiten mal wieder so ein bisschen abändern. Vielleicht sollten wir das jetzt schon mal machen. Prioritäten. Und zwar möchte ich kochen soll primär der Max machen. Und kochen weniger. Ja, nee, dann löst sich das Problem vielleicht auch gerade wieder. Soll primär graben. Anni soll sich mehr um die Landwirtschaft kümmern. Forschen ist natürlich mehr so für Franks Angelegenheit. Graben ist klar. Angreifen, ja gut, das brauchen wir noch nicht. So. Priorisieren wir das erstmal so ein bisschen. So. Ist zwar keiner am Kochen, aber Max wird gleich kochen gehen, ist ja kein Problem. Fertig. Ja, siehst du. Das sieht doch schon mal gut aus. Sehr schön. Gut, der Anfang ist wieder mal gemacht. Wieder mal. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Also wie gesagt, wenn ihr gute Tipps habt, immer gerne rein mit in die Kommentare. Aber kein Backseat-Game, mach tu dies, mach das, mach jenes. Also ich möchte keine Anleitung haben, sondern einfach, Mensch, denk doch mal daran, ne? Wie findest du das? Und wenn du da und da das und das baust, wie findest du das und so weiter. Ja, das kann man, dass man sich so quasi so gegenseitig unterstützend hier durch das Projekt durchquetscht. Ne? Dass wir da quasi so community-mäßig, das ganze Ding hier aufbauen. Wenn ihr Lust habt, daran mitzuwirken. Und dann bedanke ich mich bei euch erstmal fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Oxygen Not Included wieder beim zweiten Versuch. Und ja, schauen wir mal, was diesmal draus wird. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.